Moin Leute, hier ist wieder Justus vom Pointer. Das Lernen ist vermutlich der Aspekt des Studiums, der alle Studenten miteinander verbindet. Gerade das Lernen ist andererseits auch etwas, was den meisten Studenten wahnsinnig schwer fällt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich nach meinem Abitur an die Uni gegangen bin und dachte, dass ich mit meiner Lernstrategie aus der Schule die gleichen Ergebnisse in der Uni erzielen kann. Bei der ersten Klausurenphase hat sich relativ schnell gezeigt, dass die Uni andere Ansprüche an das Lernen stellt, als es die Schule getan hat. Ich habe mir nach meinem ersten Semester für mich selber 4 goldene Regeln des Lernens überlegt, die mir bis heute immer noch helfen, meine Lernstrategie richtig zu gestalten und die immer noch die wichtigsten Aspekte darstellen, auf die ich mich beim richtigen Lernen konzentriere. Im heutigen Vlog möchte ich euch einfach mal erklären, warum ich mir diese 4 goldenen Regeln ausgesucht habe und worum es sich dabei eigentlich handelt. Die allererste Regel, die ich auf jeden Fall als wahnsinnig wichtig erachte, ist das Zeitmanagement. Es ist wichtig, dass man früh genug mit dem Lernen anfängt, da man in der Lernphase meistens nur noch sehr wenig Zeit hat, die einzelnen Stoffe zu wiederholen. Wenn ich an mein erstes Semester im Studium zurückdenke, dann fällt mir vor allem auf, dass ich für das Lernen für eine Klausur meistens 10 bis 5 Tage eingeplant habe und in dieser Zeit jeden Tag 7 bis 8 Stunden gelernt habe, keine Pausen gemacht habe, nicht gegessen habe und nicht genug geschlafen habe. Das Ganze hatte zum einen zur Folge, dass meine Noten nicht so waren, wie ich sie mir gerne erhofft hätte. Andererseits hat es natürlich zur Folge, dass ich zu dieser Zeit viel gestresster war. Mittlerweile fange ich schon nach 2 oder 3 Wochen im Semester an zu wiederholen und gerade das ist etwas, was mir beim Lernen wahnsinnig viel hilft. Es geht bei diesem Wiederholen während des Semesters nicht unbedingt darum, dass du direkt den Stoff verinnerlichst, sondern dass du lernst, mit dem Stoff zu arbeiten und dich einfach mit ihm auseinandersetzt. Gerade wenn du anfängst, den Stoff zu wiederholen, wird dir auf jeden Fall auffallen, dass die Nacharbeit während des Semesters wahnsinnig viel zum Verständnis beiträgt und man sehr viel weniger wiederholen muss, wenn man sich schon während des Semesters mit dem Stoff auseinandergesetzt hat. Die nächste Regel, die meiner Meinung nach wichtig ist, ist das Vermeiden des stumpfen Auswendiglernens. Ich denke, die meisten Studenten kennen es, dass man in seiner Uni mit 300- oder 400-seitigen Skripten konfrontiert ist. Dementsprechend ist man relativ schnell gewillt, einfach mal auswendig zu lernen, um möglichst wenig Aufwand da reinzustecken. Ich habe insbesondere die Erfahrung gemacht, dass durch auswendig lernen sehr viel mehr Aufwand entsteht, als gespart wird. Andererseits, dass die Klausurfragen sehr viel schwerer fallen werden, als wenn man den Stoff wirklich versteht. Gerade in meiner ersten Uni-Klausur, die ich immer noch sehr, sehr gut in Erinnerung habe, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich den Stoff eigentlich komplett auswendig gelernt hatte, dass es mir in der Klausur aber wahnsinnig schwer gefallen ist, die auswendig gelernten Formulierungen wirklich mit den Fragen zu verknüpfen. Das kam natürlich dadurch, dass in Klausuren nicht nur Definitionen abgefragt werden, sondern auch Transferaufgaben gefordert sind und man dementsprechend nicht immer genau die Definitionen vom Skript ableiern muss. Dementsprechend würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dein eigenes Skript anzufertigen, indem du in deiner eigenen Struktur und mit deinen eigenen Worten die wichtigsten Punkte zusammenfasst. Das Ganze hat zum einen schon den Vorteil, dass du eine erste Wiederholung vornimmst. Andererseits ist es natürlich auch sehr gut, dass du lernst, mit dem Stoff umzugehen und ein wirkliches Verständnis entwickelst, anstatt einfach nur Definitionen herunterzurattern. Die nächste Regel, die ich beim Lernen auf jeden Fall einhalte, ist zu verhindern, dass ich zu sehr ins Detail gehe. Natürlich ist es super, wenn man es schafft, ein Skript ins gesamte Detail zu verstehen und zu können, aber meistens ist dies einfach nicht möglich. Bei der letzten Klausur, für die ich gelernt habe, war das Skript ungefähr 300 bis 400 Seiten lang und dementsprechend war es einfach nicht möglich, jedes einzelne Detail zu wissen. Es ist wahnsinnig wichtig, dass du in der Uni lernst, den Stoff zu komprimieren. Versuche die Skripte des Professors zu paraphrasieren, die wichtigsten Punkte anzuschreiben, Überschriften zu bilden und Themenblöcke zu bilden. Allein wenn du das machst, wirst du eine wahnsinnig große Reduktion des Stoffes vornehmen können. Andererseits kannst du den Lernstress dadurch verringern, dass du viel weniger lernen musst. In Uniklausuren werden meistens keine Details abgefragt. Meistens geht es in Uniklausuren vielmehr darum, zu gucken, ob die Studenten ein Grundverständnis für das Thema entwickelt haben und mit dem Thema kritisch umgehen können. Meistens wird es nicht zu dem Fall kommen, dass von irgendeiner sehr besonderen Folie irgendwelche total schweren Einzeldetails abgefragt werden, sondern vielmehr werden nach ganz vielen verschiedenen übergeordneten Themenblöcken Verständnisse untersucht. Dementsprechend ist es einfach wichtig, dass du in der Uni aufhörst, jedes kleinste Detail zu lernen, sondern den Stoff auf das Wichtigste reduzierst und nur die wichtigsten Punkte lernst. Die allerletzte Regel ist eine Regel, mit der ich mich bis heute immer noch schwer tue. Und das ist das gesunde Lernen. Ich muss sagen, dass gesundes Lernen etwas ist, was sehr vielen Studenten schwerfällt. Aber viele Leute wissen nicht, was ungesundes Lernen überhaupt ausmacht. Mit ungesundem Lernen meine ich Lernphasen, in denen man ohne Pausen mehrere Stunden lernt, in denen man zu wenig schläft und zu wenig isst.
und in denen man sich keine Lernziele setzt. Gerade wenn man einfach drauf loslernt und sehr viel lernt, ist man meistens noch viel gestresster, als man es ist, wenn man mit Struktur daran geht und versucht, sich Pausen zu machen. Insbesondere genug Schlaf und Pausen zwischen dem Lernen machen ein gesundes Lernklima aus und machen dementsprechend auch einen guten Lernerfolg aus. Wie ich bereits erwähnt habe, habe ich in meinem ersten Semester immer sehr kurzfristig gelernt. Das hatte auf jeden Fall sehr negative Auswirkungen auf meine körperliche und auf meine psychische Verfassung. Ich war die ganze Zeit in einer extremen Stresssituation. Ich hatte das Gefühl, die Informationen gehen nicht mehr in meinen Kopf. Und trotzdem habe ich nicht gegessen und nicht geschlafen, weil ich die ganze Zeit dachte, dass ich trotzdem weiter lernen muss. Mittlerweile weiß ich, dass eine solche Form des Lernens einfach extrem ungesund ist und dementsprechend auch einen sehr viel geringeren Lernerfolg erzielt. Ich muss sagen, dass ich durch diese vier Regeln meine Lernstrategie auf jeden Fall sehr viel besser gestalten konnte. Und dadurch, dass ich mir diese Regeln immer wieder vor die Augen führe, fällt es mir auf jeden Fall sehr viel leichter zu lernen. Am Ende interessiert mich noch, wie eure Lernstrategien so sind. Lasst einfach mal einen Kommentar da. Falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, lasst ein Like da. Abonniert Pointer und checkt die Videos in unserer Endcard aus. Ist bestimmt noch was dabei, was euch interessieren könnte. Wir sehen uns dann am nächsten Freitag. Ciao!